InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Wir melden uns hier vom Trainingsplatz, vom alten Stadion, und hier ist die Mannschaft formiert und trainiert. Sie trainiert, um es zu zeigen, um zu beweisen, dass sie nach wie vor Kampfstärke haben, dass sie nach wie vor den Willen haben, etwas umzusetzen. Es steht das Derby gegen den LASK bevor, dann Kärnten und das Spiel gegen Rapid. Und die Mannschaft hat die Kraft in sich zu sagen, jetzt zeigen wir es uns und jetzt zeigen wir es den Fans und jetzt zeigen wir es Österreich noch einmal, dass Ried eine wirkliche Mauer ist, dass Ried auch wirklich Fußball-Bundesligist ist und auch bleiben soll. Wir haben jetzt einen Wickerl Drechsel bei uns, wir haben den Michi Angerschmidt und werden uns ein bisschen informieren, wie es denn weitergeht hier in Ried. Wickerl Drechsel, Michi Angerschmidt hier kurz bei uns aus dem Training heraus. Was macht ihr? Wie bereitet ihr euch vor? LASK Derby steht ins Haus, Kärnten und Rapid, die letzten Spiele. Wie hat diese Beurlaubung von Thomas Weißenböck auf euch gewirkt? Naja, also die Beurlaubung ist ein bisschen überraschend gekommen, wo ja der Verein gesagt hat, dass bis Saisonende mal die Trainer bleiben, und deswegen war es überraschend, aber wir bereiten uns jetzt so vor, oder besser gesagt, der Michi macht das Training, und wir versuchen einfach, dass wir Spaß und die Freude wieder reinbringen und die Mannschaft motivieren, und dann wird es auch hoffentlich gegen LASK klappen. Wie ist die Mannschaft eingestellt? Eine Minute noch. Ich weiß, du musst zurück zum Training. Es ist nicht einfach, dass du jetzt in zwei, drei Tagen einige Sachen umkrempelst, aber das ist ja gar nicht mein Ziel oder unser Ziel. Sondern es sind halt jetzt einzelne Spieler oder die ganze Mannschaft gefordert, das auszumerzen, was sie in den letzten Wochen verbockt haben. Und ich meine, ich bin eigentlich nur da, dass ich das Training mache, und alles andere müssen die Spieler machen. Danke, und zurück zum, wir wünschen alles Gute. So, Sie merken selber, liebe Zuschauer, die Spieler sind hier wirklich drauf und dran, alles zu geben, alles das, was die Mannschaft bisher auch ausgezeichnet hat. Kraft, Einsatz und Kämpfen bis zum Letzten. Und das werden Sie hoffentlich auch am Samstag beim Derby gegen den LASK beweisen können. Kommen Sie ins Stadion, sofern noch Platzkarten da sind. Wie ich vernommen habe, Sitzplatzkarten sind für das Rapid-Spiel und auch für das LASK Derby bereits ausverkauft, aber Stehplatzkarten sind an den Abendkassen natürlich noch erhältlich. Damit zurück zum Studio.